Hallo ihr Lieben, willkommen bei der Vistano Lebensberatung in der Reihe Räucherung. Und heute habe ich ein Thema, was oftmals mich auch immer wieder gefragt wird. Und zwar geht es darum, was ist der Unterschied zwischen einem Ritual und einer Zeremonie? Bevor ich euch das so ein bisschen mal erkläre, was meiner Meinung nach der Unterschied ist, habe ich euch zwei Sachen hier immer wieder mitgebracht. Also einmal meine Kerze, wo ich ein bisschen weicher räuche. Und dazu nehmen wir heute mal das Palo Santo wieder, was ich euch im letzten Video vorgestellt habe. Und das zweite, was ich eben halt über die Kohletablette heute räuchern wird, übrigens, das ist einmal die große Kohletablette. Ich bin selber mal gespannt, ich habe mit der noch nicht geräuchert, habe sie mir besorgt. Ich hoffe, dass das gleich auch sofort funktioniert und dass die Qualität gut ist. Habe ich hier eine Räuchermischung euch mitgebracht, und zwar geht es dort... Das ist eine Räuchermischung für die Liebe. Ich will da jetzt gar nicht mal näher drauf eingehen, wie man das macht, sondern ich wollte euch nur anhand dieser beiden Beispiele kurz nur mal demonstrieren, was der Unterschied zwischen einer Zeremonie und eines Rituals ist. Und diese Kräutermischung werde ich nochmal separat in einem Video behandeln. Dann lass uns mal kurz mal, ich mache hier einmal erstmal das Teelicht unten an. Und wie ihr wisst, auch in den vorigen Videos, normalerweise halte ich das aus dem Fenster für euch, entzünde ich die Kohletablette hier. Weil der Geruch, wenn ihr den durchklimmt, ist nicht so angenehm. Ich muss jetzt noch mal gucken, wie schnell sie durchgeht. Aber ihr seht das, sie fängt schon an durchzuglühen. Die braucht dann halt auch mal ein bisschen länger. In der Zeit, wo die dann durchglüht, kann ich schon mal das Palo Santo draufpacken. Und das Palo Santo steht für mich jetzt mal als Beispiel in diesem Video für ein Ritual. Ihr kennt das aus dem letzten Video, ich packe das nur hier drauf. Ihr könnt das auch drauf schütten, also das geht dann auch. Na, seht ihr das? Das funktioniert auch wunderbar. So. Und die andere Kohletablette ist jetzt auch durchgeräuchert. Und während ich euch was zu den Unterschieden erzähle, packe ich auch mal ein bisschen davon drauf. Das ist übrigens, also diese Räuchermischung ist sehr, sehr fein. Das könnte man auch vielleicht mal mit einem Teelöffel machen. Ich gucke mal, dass ich das mal so ein bisschen draufschütten kann. Das sollte eigentlich auch funktionieren. So, seht ihr, und schon fängt es an zu räuchern. Also, Unterschied zwischen einem Ritual und einer Zeremonie. Was ich jetzt hier euch gezeigt habe mit dem Palo Santo zum Beispiel, das ist diese Variation, die würde ich jetzt eher in die Richtung Ritual packen, weil ich packe es drauf, mache das ein, zwei Mal oder vielleicht drei, vier Mal die Woche, habe einen angenehmen Duft, vertreibe damit böse Geister, locke gute an und mache eine Raumreinigung. Das bedarf aber meines Handelns nicht unbedingt viel Aufwand. Also ich zünde es an, vielleicht sage ich noch, liebe guten Geister, kommt her, und das war es dann eigentlich auch schon. Also relativ kurz. Bei dem hier, und das seht ihr auch, ihr merkt das, das ist eben halt immer das mit der Kohletablette, das geht ganz schnell. Also das geht wirklich sehr, sehr fix, dass das halt verbrennt. Da ist es eher so, dass ich dort schon ein bisschen mehr mache. Also ich bereite mich darauf vor und oder sollte mich darauf vorbereiten. Und dann spreche ich dazu vielleicht noch ein Gebet, setze mich noch davor, fokussiere meine Gedanken an den Teil, den ich mit dieser Zeremonie auch erreichen möchte. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich packe mal ein bisschen Räuchersand mit drauf, um das mal ein bisschen zu schützen, damit es nicht ganz so schnell verbrennt. So. Also, bei der Zeremonie ist es so, dass ich im Vorwege meistens schon eine Vorbereitung mache, also mich darauf vorbereite, dass ich mir
eine bestimmte Uhrzeit suche, wo ich für mich in Ruhe bin, dass ich mich intensiv auch davor setze und dass ich dann eben halt auch nochmal ein Gebet spreche und vielleicht sogar noch danach meditiere oder zumindest mal verweile und meinen Geist darauf fokussiere. Jetzt mal eben kurz mal konkret zu den Unterschieden. Der erste Faktor oder beziehungsweise den ersten Unterschied, den ich festgestellt habe, was der Unterschied zwischen einem Ritual und einer Zeremonie ist, ist die Ausgangslage. Für mich nutze ich ein Ritual ständig und immer und ich erfülle natürlich damit einen bestimmten Zweck, aber dieser Zweck ist immer da. Also sagen wir zum Beispiel eine Raumreinigung. Wenn ich einmal die Woche ein Ritual mache, um meinen Raum zu reinigen, dann ist das ein immer wiederkehrender Prozess, wo ich das Ritual mit einbaue. Das gleiche ist, wenn ich zum Beispiel das Palo Santo alle 2-3 Tage mal anzünde, dann ist das für mich auch ein Ritual, weil ich das auch immer wieder tue, um eine Raumreinigung zu machen. Also ich habe jetzt zwar ein bestimmtes Ziel vor Augen, aber das Ziel ist immer wiederkehrend. Bei einer Zeremonie sehe ich das ein bisschen anders. Bei einer Zeremonie sehe ich eher, dass ich ein ganz bestimmtes Ziel erreichen möchte, dafür eine Zeremonie abhalte. Und wenn dieses Ziel erreicht ist, dann ist für mich auch damit die Zeremonie beendet. Das mache ich dann nicht weiter. Beispiel, oder klassisches Beispiel, gerade aus dem Schamanismus und den indigenen Völkern. Nun ist jemand erkrank, dann wird eine Heilungszeremonie gemacht und da wird so lange, oder es wird die Zeremonie 1-2 Mal durchgeführt, bis der Kranke wieder geheilt ist und dann ist es vorbei. Oder wie jetzt zum Beispiel hier, also ich habe jetzt als Beispiel so ein Liebesräucherwerk mitgebracht und das würde ich anwenden, wenn ich entweder Single wäre und generell einen Partner suche und den in mein Leben ziehen möchte oder wenn es um eine bestimmte Person geht, die ich liebesmäßig an mich binden möchte. Wenn das Ziel dann erreicht ist, dann werde ich dieses Ritual wahrscheinlich nicht weiter vollziehen, beziehungsweise die Zeremonie nicht weiter vollziehen. Das Einzige, was ich da machen könnte, ist, könnte kopfmäßig umschwenken und sagen, mein Ziel ist erreicht, jetzt mache ich ein Ritual, damit dieser Zustand auch beibehalten wird. Das wäre dann zum Beispiel auch Rituale in der Heilung. Also, dass man nicht sagt, ich bin gar nicht krank, aber ich möchte gesund bleiben und für meine Gesundung oder beziehungsweise für den Zustand meines, dass ich gesund bin, vollziehe ich Rituale, um diesen Zustand immer noch weiter zu unterstützen und zu untermauern. Dann gibt es noch den Unterschied, meistens, ein Ritual machen die meisten Menschen oder die meisten eher alleine. Selten in einer Gemeinschaft. Bei einer Zeremonie sieht das meistens ein bisschen anders aus. Da ist es oft so, dass mehrere Menschen sich treffen und dann eine Zeremonie abhalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist dann so eine richtige Choreografie. Und meistens gibt es auch einen Leiter, der diese Zeremonie anleitet und die anderen sind nur dabei, um die Energie zu verstärken. Das sieht man, wie gesagt, auch da wieder bei schamanischen Ritualen, wo dann Dorfmitglieder zum Beispiel mit an der Zeremonie beteiligt sind und im Hintergrund zum Beispiel trommeln oder Gebete rezessieren, um den Zeremonieeffekt zu verstärken. Zeremonien können aber auch, ich packe nochmal was hin, sorry, Zeremonien können aber auch abgehalten werden zu bestimmten Tagen. Sprich, es gibt die zum Beispiel die Sonnenwenden, dann gibt es zum Beispiel die Rauhnächte, dass man an jedem einzelnen Rauhnachtstag eine bestimmte Zeremonie abhält. Das sind dann für mich weniger Rituale, weil die sind zu bestimmten Tagen und danach macht man sie auch nicht weiter, sondern wartet, bis dieser Tag wiederkommt. Bei dem Ritual, wie gesagt, ist es für mich anders. Unter der Hand, beziehungsweise ganz klar ausgesprochen, und das ist für mich jetzt mal ganz wichtig, und das ist auch nur meine persönliche Meinung, und so sehe ich das, weil ich gerade immer auch gefragt werde, wenn es auch gerade um Zeremonien geht, ja, wie halte ich die denn richtig ab?
Und wie mache ich das richtig? Und muss ich da einen Ablauf befolgen? Und da sage ich mir, ja, es gibt natürlich Vorgaben, an denen man sich halten kann. Es gibt natürlich auch zeremonielle Sachen, die man gemacht hat, die auch die Wirkung bestätigen, dann sollte man sich auch daran halten. Aber auch dein Bauchgefühl muss so ein bisschen was mit, also sollte mit dabei sein. Und ihr werdet schon innerlich wissen, was das Richtige ist. Also klammert euch da nicht zu sehr an die Vorgehensweise und versucht diesen Perfektionismus hinzubekommen, wenn ihr eine Zeremonie, aber das Gleiche gilt auch für ein Ritual zu machen. Wichtig ist überhaupt, dass ihr es tut. Das ist schon mal der erste Schritt, euch zu fokussieren und ins Bewusstsein oder ins Jetzt zu kommen und dabei ein Ritual oder eine Zeremonie durchzuführen. Für mich persönlich muss ich sagen, mir ist es egal, wie ich es formuliere. Ob ich nun sage Ritual oder ob ich nun sage Zeremonie. Also ich sehe da jetzt nicht wirklich die Unterschiede. Und wenn jetzt einer oder jemand sich daran aufhängt, an diesen Begrifflichkeiten, naja, dann soll er das tun. Ich finde das Tun viel wichtiger, als das jetzt zu analysieren, ob es nun wirklich eine Zeremonie oder ein Ritual ist. Beides will einen Zweck erfüllen. Man möchte was erreichen. Man möchte Gutes und Positives in sein Leben holen. Gutes und Positives auch erhalten. Und dafür muss ich jetzt nicht im Kopf sagen, oh, das ist jetzt ein Ritual und das ist eine Zeremonie. Und eine Zeremonie ist vielleicht gewichtig stärker, wenn ich das so nenne. Und ein Ritual hört sich so ein bisschen leicht an. Hängt euch nicht an solchen Begrifflichkeiten auf. Wichtig ist, dass ihr es überhaupt macht. Und ja, also jetzt zum Beispiel hier, ist schon wieder verbrannt. Ich habe jetzt leider, ich müsste nochmal nachlegen, kleinen Augenblick. Also das merke ich aber immer wieder, dass man sich in Kleinigkeiten verrennt und das große Ganze einfach aus den Augen verliert. Generell auch beim Räuchern. Also natürlich, ich war letztes Mal in der Buchhandlung und habe zu dem Thema Räuchern mal geschaut. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Bücher ich darüber gefunden habe. Und jeder hat seine eigene Meinung dazu und jeder hat seine eigenen Zeremonien dazu. Und da würdet ihr euch verrennen. Also fangt das gar nicht erst an. Das ist schon eine ganz einfache Geschichte, um ein Ritual oder meinetwegen auch eine Zeremonie zu machen. Einfach eine Kerze, ein bisschen Alu drauf. Ich habe jetzt Palo Santo drauf, das stellt ihr hin. Und böse Geister, wie gesagt, werden vertrieben. Gute Geister werden angezogen. Es ist, wirkt auch klärend so ein bisschen und Stress abbauend. Und ihr kommt in eine gute Stimmung. Und wenn ihr jetzt noch dazu jetzt zum Beispiel sagen würdet, ihr hättet jetzt noch Familienmitglieder oder Freunde, die das mitmachen, und ihr setzt euch vielleicht noch zusammen und sagt, macht noch rezitiert zum Beispiel ein Gebet oder also irgendwas, wo sagt, liebe guten Geister, ihr seid herzlich eingeladen bei mir zu Hause, na, dann könnte man das schon wieder als Zeremonie bezeichnen. Also von daher merkt ihr, wo ist da der Unterschied, und müssen wir uns auf diese Kleinigkeiten fixieren, wenn das große Ganze viel wichtiger ist, und zwar, dass ihr überhaupt mal Palo Santo zu Hause anzündet, um eine Raumreinigung zu machen. Oder ob ihr jetzt sagt, ich habe jetzt hier einen Liebeszauber oder eine Heilungszeremonie. Viel wichtiger ist, dass ihr es durchführt und hängt euch nicht an diesen Begriffen auf. Nur leider habe ich das eben halt sehr oft gemerkt, wo immer wieder gesagt wird, ja, ich möchte das und ich möchte das und ich möchte das. Und wie mache ich das? Und dann möchte man das bis ins kleinste Detail runterbrechen. Ihr findet genug Informationen dazu im Internet. Wer es mag, der soll es tun. Ich lasse mich da auch gerne von meinem Bauchgefühl leiten. Auch das ist für mich wichtig, gerade in der Abhandlung. Also irgendwie sagt mir mein Bauchgefühl, ja, so möchte ich das machen und so möchte ich das machen und möchte mich nicht in ein festes Schema reindrücken lassen.
Sicherlich gibt es natürlich so Eckpunkte, müssen wir nicht drüber diskutieren. Also es gibt zum Beispiel Rituale oder Zeremonien, wo man sagt, es wäre besser, die zum Beispiel in Vollmondphasen zu machen, weil die Energie dann ganz anders ist. Oder dass man das an bestimmten Tagen macht. Oder dass man das zu bestimmten Jahreszeiten macht. Keine Frage. Aber letztendlich Bücher zu wälzen und noch weiter zu wälzen und so eine Art Perfektionismus aufzubauen, das halte ich für falsch, folgt eurem Bauch. Das haben unsere Vorahnen auch schon gemacht. Und da seid ihr besser bedient, als jetzt euch generell nach irgendwelchen Vorgaben zu richten. Ich sehe diese Bücher oder auch meine Videos für mich eher als Hilfestellung und als, ja, als Brücke, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, und irgendwann werdet ihr auch anfangen, eigene Wege dann auch zu gehen. Habe ich auch gemacht. Also, und da ist auch nichts Verwerfliches dran. Und dann kann man auch nicht sagen, das eine ist richtig oder das andere ist falsch. Und das eine ist jetzt eine Zeremonie, und wenn das keine Zeremonie ist, sondern nur ein Ritual, dann wirkt das nicht. Lasst euch davon nicht verwirren und durcheinander bringen. In diesem Sinne packe ich jetzt nochmal wieder ein bisschen von dem Liebeszauber rein. Also hier könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, liebes Universum, ich wünsche mir meinen Seelenpartner in mein Leben, und mit dieser Zeremonie möchte ich mich schon im Vorwege dafür bedanken, dass du ihn mir senden wirst, und ich freue mich schon darauf, ihn dann demnächst auch persönlich kennenzulernen. Das ist zum Beispiel so eine Art, die man drunter beten kann, wenn man das Beten nennen will. Ich würde jetzt zum Beispiel das eher abends machen, mit ein bisschen Kerzenlicht vielleicht noch drumherum, um sogar auch diese romantische Stimmung aufbringen zu lassen. Das ist ja schon was Romantisches. Dann vielleicht nochmal davor ein bisschen meditieren. Das kann man auch mit Musik noch unterstreichen. Man kann sich schöne Musik anmachen, man kann was ihr mögt. Wenn ihr Trommeln habt, könnt ihr auch gerne trommeln oder was auch immer. Aber das muss nicht immer sein. Das sagt euch schon euer Gefühl, was das Richtige ist. Und egal, was ihr macht, fangt nicht an, das zu bewerten. Also zu sagen, oh, das ist ja lächerlich, was ich hier mache, oder das ist kitschig, oder. Ohne Bewertung. Das, was aus eurem Innersten kommt und was ihr machen wollt und wo ihr euch bei wohlfühlt und auch was ihr gedanklich sagt. Also es sind keine Zaubersprüche. Wir reden hier nicht über irgendwelche Zaubersprüche, die wirklich eins zu eins wiedergegeben werden müssen, sondern lasst das lieber aus eurem Inneren herausfließen, was gerade hochkommt. Denn das soll denn auch gerade hochkommen. Also von daher, wie gesagt, Zeremonie und Ritual. Ich hoffe, ich habe mal so einen groben Überblick darüber gegeben, wo ich die Unterschiede drin sehe, mit aber letztendlich der oder meiner Meinung, es ist egal, wie ich es bezeichne, Hauptsache, ich mache irgendwas. Und das ist viel wichtiger, das Tun, anstatt sich über solche Gedanken zu machen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Hilfestellung geben. Ich bin schon mal ganz gespannt auf das nächste Video, was ich mache. Ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig, welche Richtung das läuft. Lasst euch überraschen. Ideen sind zwar da, aber auch das ist manchmal bei mir auch so, na, wie soll ich das sagen, tagesabhängig, worauf ich Lust habe. Vielleicht mache ich darüber auch mal eine Zeremonie, um Klarheit zu bekommen. Warum nicht? Und in dem Sinne wünsche ich euch, lieben draußen, alles, alles Gute. Viel Spaß bei euren Zeremonien und Ritualen. Seid vorsichtig, ihr wisst, ihr arbeitet hier mit heißen Sachen. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Und energetisch bringt das unheimlich viel. Ich kann es nur weiterempfehlen, und das ist ein super schönes Thema. Und dann bis zum nächsten Video. Euer Sascha.